Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Projekt. Ich möchte mit euch zusammen einen schönen Park bauen, unter dem Motto Safari Park. Das Motto Safari Park lässt natürlich viele Dinge offen, aber mir geht es in erster Linie natürlich darum, dass wir hier schöne natürliche Gehege bauen, dass die Besucher guten Blick auf diese Gehege haben, dass der Park im Allgemeinen schön aussieht und dass wir unsere Kreativität so ein bisschen freien Lauf lassen können. Die Mittel bei Jurassic World Evolution sind ja leider beschränkt, aber wir werden gucken, wir werden das Beste draus machen und wir werden hoffentlich gemeinsam einen wunderschönen Park hier bauen. Und das Ganze machen wir natürlich auf dieser Insel. Diese Insel ist nicht nur ein Ort, sondern ein entscheidender Moment in der Geschichte. Für mich wird das immer der Moment sein, als ich zum ersten Mal einen T-Rex gesehen habe. So, meine Freunde, wir befinden uns natürlich auf der Insel Isla Nublar, da wo das Sandbox-Mode nun mal hier ist. Und ich habe hier schon mal ein wenig vorbereitet. Ich habe alles ein wenig geglättet, Bäume entfernt und Wasser entfernt, zumindest im Eingangsbereich. Und ich kann euch mal eben zeigen, wie groß der Park eigentlich ist. Ja, diese braun-graue Linie ist hier die Parkabgrenzung. Und ihr seht schon, wir haben hier wirklich viel Platz. Aber ich glaube, diesen Platz werden wir relativ schnell gefüllt kriegen. Und wir müssen jetzt mal gucken. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur den Eingangsbereich erstmal vorbereitet. Bei dem Rest, das machen wir dann nach und nach, wenn wir dann wirklich in diese Bereiche bauen. Und ich würde sagen, wir verlieren jetzt gar nicht viel Zeit. Wir fangen erstmal jetzt an zu bauen. Ich werde definitiv hier diese beigen Wege verwenden. Die finde ich nämlich am schönsten. Ich baue erstmal eine kleine Gerade. Und ich habe schon was im Kopf tatsächlich. Mal gucken, ob wir das einigermaßen gut umgesetzt kriegen. Dafür muss ich... Also ich möchte einen dicken Weg in zwei kleine Wege abgrenzen. Und die sollen ungefähr parallel sein. Das wird jetzt, glaube ich, gar nicht so einfach werden. Muss mir jetzt, mal eben ein paar Sachen merken, so, damit das gleich einigermaßen synchron auch wird. So. Jetzt müssen wir mal eben schauen, dass das vom Winkel einigermaßen gleich ist. So, wie sieht denn das aus, Leute? Aus wie ein Y. Ich glaube, es ist nicht ganz gleich, aber einigermaßen, oder? Ja, der linke ist irgendwie noch ein bisschen schief, glaube ich. Müssen wir nochmal eben korrigieren. Das ist nix. So, ungefähr, oder? Ich glaube, so ist gut. Und dann müssen wir schauen. Jetzt wird es, glaube ich, kniffelig. Wir müssen jetzt auch irgendwie so eine Beobachtungsgalerie unterbringen. Wie wir das jetzt genau handhaben, weiß ich noch gar nicht genau. Ich würde die aber... Eigentlich dürfen die gar nicht so weit vorne sein. Bringt ja irgendwie gar nichts. Könnten die eigentlich auch hier am Rand machen? Ich glaube, das macht tatsächlich mehr Sinn, wenn wir das so machen. Das ist eine sehr gute Idee, glaube ich. Machen wir das mal eben. Lass mal hier den Weg ein Stückchen weiter noch. So. Das soll dann unser erstes Gehege sozusagen werden. So ein kleines Gehege mit ein paar Pflanzenfressern, die dann sozusagen die Gäste begrüßen. Und dann kann man erstmal daran vorbeilaufen, kann man schon mal durch die Zäune die ersten Dinosaurier sehen, wenn man in den Park kommt. Und wenn man die dann nochmal genauer angucken möchte, dann kann man dann am Ende des Weges, ob man jetzt links oder rechts gelaufen ist, ist ja egal, kann man in die Beobachtungsgalerie gehen und sich das angucken. Ich glaube, ich habe voll schief gebaut. Aber es ist halb so wild. Es muss ja nicht alles gerade sein. Wird man später eh nicht mehr sehen, wenn ich alles ein bisschen verwuche und so mit Wald. Na komm schon, einigermaßen gerade will ich die wenigstens platzieren. Ah, egal. Ich gib's auf. So, ich platziere die jetzt einfach nach Augenmaß. Ja, Knick in der Optik ist da. Super. Okay, ne, wir machen erstmal den Weg weiter. Ich glaube, es ist tatsächlich leichter, mich dann am Weg zu orientieren. So. Und dann machen wir... Jetzt haben wir ein Weinglas gebaut. Ist das nicht wunderschön? Ich glaube, so schief ist es gar nicht geworden. Also das geht einigermaßen klar. Jetzt müssen wir nur die Beobachtungsgalerie einigermaßen mittig platzieren.
Das ist schon ein bisschen schief. Also man sieht es von dieser Richtung hier aus, aber passt schon. Ich möchte jetzt auch nicht alles wieder abreißen. Müssen wir das hier hinkriegen? Das ist auch immer Fummelarbeit. Ich glaube tatsächlich, dass das mit einem Controller leichter ist, sowas genauer zu drehen und so. Weil man da mehr Feingefühl hat als mit Tasten. Okay. Das ist krumm und schief, oder? Ich glaube, ich bin jetzt einigermaßen zufrieden. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich habe es tatsächlich mit einigen Hilfslinien gemacht. Ihr seht schon, ich habe solche Linien gezogen und habe es dann einigermaßen gerade jetzt hinbekommen. Also ganz perfekt ist es wahrscheinlich nicht. Aber so bin ich schon recht zufrieden. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir hier die Beobachtungsstation vernünftig platzieren. Einigermaßen mittig. Wir könnten das rein theoretisch auch wieder mit so einer Hilfslinie machen. Wahrscheinlich nicht verkehrt. So, dann sehen wir nämlich ein bisschen besser den Mittelpunkt. Schauen wir doch mal. Wir können das rein theoretisch so machen. Ich habe eine sehr gute Idee, Leute. Zack. Zack. So. Also die grauen Wege machen wir natürlich gleich wieder weg, ne? Das ist klar. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen rumfuchteln. So. Jetzt müsste die eigentlich mittig sein, oder? Das sieht gut aus, Leute. Wir haben es gemacht. Hat jetzt echt ein bisschen gedauert, aber ich habe jetzt, glaube ich, den Dreh raus. Ja. Also man muss wirklich dann viel mit Hilfslinien arbeiten, die Wege einfach immer halt ganze Wege ziehen, so lange wie geht. Und dann kann man sich darin halt orientieren. Und ich glaube, ich habe es jetzt recht gut hinbekommen. Jetzt kommt natürlich als nächste Herausforderung der Zaun. Aber das sollte nicht ganz so schlimm werden, denke ich. So. Einmal bis hierhin. Dann einmal schön nah am Wegesrand entlang bauen. Perfekt. Sehr schön, Leute. Unser erstes Gehege ist fertig. Also man kommt hier in den Park. Hier werden wir natürlich gleich noch Bäumchen und so hinmachen. Kommt man hier rein und dann läuft man auf das erste Gehege zu. Und dann kann man außenrum einmal laufen und dann kann man die sich nochmal genauer angucken, wenn man möchte. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, ich habe mal eine Brutstation gebaut und ein ACU-Zentrum, damit wir auch die Dinosaurier transportieren können. Dann würde ich sagen, schauen wir mal eben, welchen Dinosaurier wir da denn reinmachen könnten gut in das Gehege. Torosaurus finde ich tatsächlich eine sehr gute Idee, so zur Begrüßung. Vielleicht können wir auch zwei verschiedene Dinosaurierarten machen. Wir gucken mal beim Torosaurus eben ins Genom. Und schauen mal eben, wie viele soziale Anforderungen haben die? 2 sozial. Wir könnten ja rein theoretisch und Bestand bis 13, das ist gut. Wir könnten ja theoretisch 2 Torosauren machen. Ich weiß jetzt nicht, wie es vom Platz her ist. Grasland, ich glaube, das ist gar nicht so viel. 1200 Quadratmeter. Und das können wir sicherlich auch noch runter machen. Der Wald steigt dadurch, das ist nicht so cool. Oh, hier sinkt beides, das ist gut. Enger Raum, das machen wir auf jeden Fall. Ich habe leider noch nicht alle anderen freigeschaltet. Man kann sicherlich noch bessere Modifikationen freischalten. Aber das werde ich definitiv die Tage noch machen, weil es gibt jetzt ja auch ganz viele neue Herausforderungen und so. Also da gibt es jede Menge für mich zu tun. Und sozial, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht verändern. Jetzt frage ich mich, welchen Skin nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen Regenwaldmuster. Glaube ich, ganz schick. Davon machen wir mal eben 2 Stück schon mal. Und dann vielleicht noch irgendeine andere kleine Spezies. Ich bin mir da noch nicht sicher, was wir da machen. Machen wir hier Kapazität rein. 2-mal und Tempo. 1-mal. Und dann schauen wir mal, was wir noch reinmachen könnten. Vielleicht Gallimimus. Gallimimus wäre auch cool, oder? Wo haben wir ihn denn? Gallimimus. Da. Gallimimus. Gallimimus sollte eigentlich kein Problem darstellen. Könnten auch da Regenwaldmuster. Ja komm, machen wir ein Regenwaldgehege. Das passt ja soweit. Sozial sollte gar kein Problem sein. 1 bis 18 und 23 Bestand. Wie sieht's aus mit der Fläche? Boah, der hat ja auch gar keine Anforderungen. Das wäre super easy. Ich mache trotzdem mal lieber enger Raum. Kann nicht schaden. Und dann machen wir auch von den Gallimimus 2. Und dann haben wir schon die Dinosaurier für unser erstes Gehege. Natürlich müssen wir das Gehege jetzt noch gestalten. Der Bereich hier vorne wird natürlich wieder weggemacht. Das ist jetzt nur erstmal zum Ausbrüten. Aber ich würde sagen, wir widmen uns jetzt mal eben hier diesem Gehege.
Wie machen wir das denn? Also wir müssen jetzt erstmal überlegen, wo wollen wir im Endeffekt die Futterstation haben? Die wird wahrscheinlich am meisten Sinn machen vor der Beobachtungsgalerie, oder? Da gehe ich mal stark von aus. Schön mittig. Zack. Zack, da haben wir sie. Und dann könnten wir Wasser machen. Wasser könnten wir ja rein theoretisch hier in die Mitte machen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist eine gute Idee. Wir machen das mal so. Wir machen hier mal. Wow, das Wasser ist aber groß. Und das ist schon der kleinste Pinsel. Das Gehege ist echt winzig. Ich hoffe, die Torosauren verzeihen mir das, dass es so klein ist. Okay. Machen wir mal so. Sehr schön. Das sollte reichen für die Dinos. Boah, das könnte platztechnisch echt böse werden. Natürlich machen wir das Ganze noch ein bisschen verwuchert. Die Leute sollen, wenn sie in den Park kommen, so durch die Bäume, seht ihr denn, durch die Bäume die Dinosaurier sehen können. Und dann angeregt werden. Na komm, lass mich einen Baum machen. Das ist auch so random, ne? Wir machen hier auf jeden Fall schön Gras und so überall hin. Vorne noch ein paar Bäumchen weg. So. Schön bewachsen. Schön dschungeliges Gehege. Genau. Und dann kommt man sozusagen in den Park hier rein und kann hier nur so durch die Bäume und Büsche dann unsere ersten Dinosaurier begutachten. Und wenn man sie dann genauer sehen möchte, dann muss man hier einmal rumlaufen und kann dann hier in die Beobachtungsgalerie gehen. Das gefällt mir sehr gut. Würde ich sagen, lassen wir mal den Gallimimus frei und schauen ihn uns an. Oh ja, der ist hübsch. Der sieht doch super aus. Fehlender Wald. Ja, keine Sorge, mein Lieber. Oh, es fängt an zu regnen. Das passiert. Gut, dann würde ich sagen, betäuben wir den Jungen mal. Ihr könnt mir natürlich wieder gerne in die Kommentare schöne Namen für die Dinosaurier schreiben. Und dann schauen wir mal den Torosaurus an. Wie denn der Skin aussieht. Oh. Auch sehr schön. Torosaurus ist, glaube ich, eine sehr gute Wahl. Das erste Gehege. Gefällt mir richtig gut. Ja, super. Ich glaube, damit habe ich alles richtig gemacht. So, was mit dem anderen? Erlassen. Gut. Dann können die Gallimimus schon mal rüber befördert werden. In ihr Gehege, was hoffentlich groß genug ist, aber sollte eigentlich. Also so klein ist es jetzt auch nicht. So, die beiden sollen, die vier sollen mal eben landen. Und dann schauen wir mal, ob es denen gut geht. Aber in der Zeit können wir natürlich hier schon mal weitermachen. Was ich tatsächlich am Eingang immer sehr wichtig finde, ist so eine Einschienenbahn. Das finde ich immer praktisch. Ist cool, wenn man reinkommt in den Park, dann kann man gleich in einen anderen Bereich des Parks fahren. Und wenn man nach Hause möchte, muss man nicht den ganzen Weg zum Eingang laufen. Das ist, denke ich, sehr praktisch. Und deswegen finde ich, gehört die auf jeden Fall in den Eingangsbereich. Ja, wie mache ich das denn? Ich glaube, ich mache sie ein bisschen. So mache ich sie. Wir bauen natürlich jetzt erstmal nur die Station, denke ich. Zack. Sehr schön. Ich würde sagen, wir machen hier mal so einen kleinen Zaun hin. Wir warten erstmal, bis es fertig ist, weil ansonsten kann ich das gar nicht einschätzen, wie das Gebäude dann im Endeffekt aussieht. Ich will natürlich hier auch noch ein bisschen Wald und so machen. Könnte sich nur gleich schwierig gestalten. So, wir schauen mal eben, wie geht's dir denn? Waldbestand, das passt alles. Grasland passt. Sozial passt jetzt auch. Perfekt. Den Dinos geht's gut. Den Gallimimus geht's auch super. Schön. Sehr, sehr schön. Oh, guck mal. Seht ihr, jetzt kommt man in den Park und dann kann man hier den Torosaurus beim Trinken zugucken. Und dann hier so ein bisschen durchschauen durch die Büsche und sowas. Das finde ich schon ganz cool. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier den Zaun hin auf jeden Fall. So. Wie nah kann man denn hier ran?
Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich glaube nicht. Ich glaube, da können wir lieber einfach ein paar Bäumchen hier hinmachen. Ein bisschen verstecken. Dieser Seite will ich erstmal nichts machen. Man muss ja auch nicht übertreiben, ne? Man soll ja den, oder man will ja den Gästen auch nicht zu viel Freiraum lassen. Man will denen ja auch so einen kleinen Leitfaden durch den Park vorgeben. So, sehr schön. Also man kommt hier in den Park und dann kann man rechts in so eine Einschienenbahn und geradeaus kommt dann das erste Gehege. Das ist schon sehr, sehr nice. Vielleicht könnten wir hier so einen Zaun zur Absperrung machen. Um das Ding herum. Das würde vielleicht cool aussehen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn man nicht da unterläuft. So. Machen wir doch mal. Verbaut. Hier kann ich gar nicht bauen. Scheiße. Erstmal gucken, wie das aussieht. Oh doch, das geht klar. Das machen wir auf jeden Fall. Wir können jetzt ja auch erstmal nur die Gerade bauen. Und ansonsten später mal schauen, wie wir den Zaun genau langführen und so weiter. Hier können wir den ja sogar einfach in den Wald führen lassen. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Jetzt sind natürlich ein paar Bäume weggegangen. Aber wir machen hier hinter auch auf jeden Fall Bäume. Dann sieht das alles ein wenig lebhafter aus. Ah, oh, das sieht auch schon schick aus, oder? In dem Zaun hier. Wir müssen aber irgendwie hier den Zaun auch noch weiterführen. Das macht halt sonst keinen Sinn. Wir könnten ja rein theoretisch einfach hier so in den Wald. So ist das super, oder? Dann ist so ein bisschen der Bereich unter der Einschienenbahn abgezäunt. Das finde ich ganz cool. Gefällt mir. Sehr gut. Och, guck mal. Da sind die beiden Toros am Essen. Die Sonne geht unter. Im Hintergrund die Gallimimos. Ist doch schon sehr, sehr schön, oder? Dann da oben die Einschienenbahn. Das wird auch noch sehr gut aussehen, wenn dann da so eine Schiene wegführt und dann mal so eine Bahn da lang fährt. Ach, das ist schon schön, das Gehege geworden. Gefällt mir gut. Der Anfang ist echt schön geworden. Was natürlich jetzt auch noch wichtig ist, was am Anfang auf jeden Fall sein muss, sind Toiletten und Restaurants und sowas. Man will ja auch was essen. Man kennt es ja aus Freizeitparks und so. Da ist ja am Eingang auch immer eigentlich Toiletten und was zu essen. Die meisten Leute sind von der langen Anreise und sowas sehr hungrig. Und deshalb müssen wir jetzt hier auf jeden Fall noch einen Weg abführen lassen. Wir müssen ja auch diesen Platz hier hinten irgendwie nutzen. Überleg gerade, wie ich das am besten anstelle tatsächlich. Ich würde auch gerne hier noch ein Hotel hinmachen. Schau mal eben, das ist nämlich sehr groß. Machen wir mal so. Ich glaube, dann habe ich hier den Bogen ein bisschen zu groß gezogen. Ich habe schon eine Idee, wie wir das schön gestalten. So. Okay, und dann machen wir hier die ersten Pressbuden hin. Kann man denn an der Kurve gut bauen? Ich weiß es gar nicht. So, ein Fastfood-Restaurant. Das darf auf jeden Fall nicht fehlen. Was können wir denn noch hinmachen? Wir können auf jeden Fall eine Bar noch hinmachen. Die Bar. Sehr gut. Eieiei, die Sonne geht unter. Und es wird ganz schön nebelig. Krass. Okay, die Bar. Auch ein Fossiliengebiet. Warum nicht? Das finde ich immer sehr, sehr schön, den Laden. So, wie sieht denn das aus, wenn man an so einer Kurve baut? Das sieht hier vorne natürlich nicht ganz so nice aus. Weil das Restaurant irgendwie näher dran ist.
Restaurant müssen wir nochmal neu platzieren. Wir könnten eigentlich auch ein Restaurant machen. Komm auf. Aber das ist zu groß, ne? Und vielleicht können wir ein anderes Gebäude nach vorne ziehen. Spielhalle zum Beispiel. Ach, ich muss ja auch erst die Gebäude fertigstellen lassen. Diese Ränder sind ja am Ende gar nicht mehr. Wow, das habe ich gerade ganz vergessen. Aber dann würde ich sagen, machen wir da hinten ein Restaurant hin. Das macht, glaube ich, auch mehr Sinn. Schönes Restaurant. Wir wollen ja nicht so ein billiges Fastfood hier am Start haben. In unserem tollen und edlen Park. So, Restaurant. Sieht auch schöner aus, das Restaurant. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir müssen gleich noch irgendwie den Weg zum Hotel natürlich führen. Wunderschön. Hier in die Mitte machen wir einen kleinen See, würde ich sagen. Denke ich, eine gute Idee. Wird sicherlich sehr schick aussehen. So. Sehr gut. Und wie sieht's aus? Ja, wenn wir hier hinter überall Bäume noch machen und so, wird das schon schick aussehen, oder? Also da bin ich fest von überzeugt. Gefällt mir sehr gut. Dann hat man so am See so ein paar Lokalitäten zum Essen und so weiter. Was ich noch wichtig finde, neben dem Hotel ist auf jeden Fall ein Schutzraum. Der kann meinetwegen auch ein wenig versteckt sein. Hinter Bäumen. Da machen wir auf jeden Fall einen anderen Weg. Ich meine, so ein Schutzraum ist ja jetzt nicht unbedingt ein Weg für die Besucher. Nur wenn in Notfällen natürlich. Sehr schade, dass man keine Schilder aufstellen kann, wo dann die Besucher eigentlich gar nicht durch dürfen, nur in Notfällen. So, und dann machen wir auf jeden Fall hier noch einen schönen Zaun entlang, damit die Besucher nicht in den See fallen. Oder die Enten ärgern. So, meine Freunde, ich hab's soweit fertig. Das ist sehr, sehr schön. Ach, das unfertige Ding ist die Einschienenbahn. Ihr seht's jetzt, es sieht doch schon sehr, sehr nice aus, oder? Hier hinten das Hotel, dann dieser kleine See. Da werden gleich noch ein paar Bäumchen rein und so, dass es noch ein bisschen belebter ist. Aber rein theoretisch müssten wir jetzt hier auch den Zaun einmal komplett um den See rumführen, oder? Fällt mir gerade mal auf. Macht ja keinen Sinn, den See von dieser Seite hier nicht abzusperren. Da dürften wir jetzt wieder beim Friemeln zusehen. Irgendwann bin ich Profi da drin, dann dauert das nicht mehr so lange. Rein theoretisch könnte ich auch einfach hier vorne den Weg machen. Da sieht das komisch aus. Ja, es sieht irgendwie komisch aus, weil dann auf der anderen Seite kein Zaun ist, ne? Ja, ich mach das anders. Wir machen den Weg, oder den Zaun hier in den Wald und hoffen mal, dass die Bäume nicht zu sehr zurückgehen. Natürlich tun sie das. Dann können wir rein theoretisch auch einfach hier abschließen. Und gegebenenfalls den See ein wenig vergrößern. Nur ein bisschen, also mehr geht hier nicht. So. Ach, das passt aber. Jetzt machen wir hier überall schön Bäumchen hin. So gut wie es geht. Hier kann ich natürlich jetzt wieder keine mehr hinmachen, wegen dem Zaun. Aber gut, das soll uns nicht weiter stören. So, noch nicht zu viele Bäume. Aber hier hinter. Hier können wir jede Menge Bäume platzieren. Wenn es denn gehen würde, aber da geht es hier wieder nicht.
hätte hier gerne noch Bäume vorplatziert. In dem Schutzraum, damit man den nicht sieht. Vielleicht kann ich das ein bisschen machen. Ja, Weg nicht verbunden. Ich weiß doch. Vielleicht kann ich das machen, wenn ich... muss mal kurz die Bäume wieder wegmachen, sonst sehe ich nichts. Wenn ich den Weg... hier rumführe. So. Und dann ist hier nämlich mehr Platz. Genau, dann können wir nämlich den Schutzraum ein wenig verbergen. Besser geht leider nicht. Aber das ist schon in Ordnung so, denke ich. Hier hinter wird auf jeden Fall alles mit Bäumen voll geklatscht. So. Haben wir hier noch eine Baumreihe hinter. Das sieht doch ganz schick aus hier, oder? Guck mal, hier die Einkaufsmeile und so. Also gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ich überlege gerade, ob wir Strommäste benutzen oder nicht. Ob das optisch Sinn macht. Weil es ist natürlich realistischer, zumindest so ein paar Dings zu haben. Ich platziere mal ein paar, wie das aussieht. Das sieht eigentlich ganz cool aus, oder? Ich glaube, das machen wir. Machen wir dann hier so ein Ding hin? Ich weiß nicht. Können wir das auch hier hin machen? So, wie sieht denn das aus? Doch, das sieht doch nice aus, oder? Ich weiß nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr das mit den Strommessen mögt, ob wir die einigermaßen so verlegen sollen, weil ich glaube eigentlich, dass es das alles noch so ein bisschen lebhafter macht. Das sieht schon schick aus, oder? Also mir gefällt der Anfang von unserem Safari-Park schon echt gut. Beim nächsten Mal würde ich sagen, Leute, machen wir hier auf jeden Fall weiter. Dann bauen wir das nächste Gehege, vielleicht ja auch schon ein Fleischfressergehege, mal schauen. Falls euch das Projekt gefällt und falls ihr gute Ideen habt für meinen Safari-Park, schreibt sie mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, euer Dandy.